Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trends World 4, der Danny spielt das. Wir befinden uns immer noch auf der Fahrt von Lübeck Hauptbahnhof nach Hamburg Hauptbahnhof mit unserem, ja, womit? Ihr wisst es. In der letzten Folge sind wir ja hier in Rheinfeld stehen geblieben, weil ich aufgrund Zeitmangels das Szenario hier unterbrechen musste. Aber jetzt fahren wir weiter bzw. setzen unsere Fahrt fort bei wunderschönem Sonnenuntergang. Und ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Die Fahrgäste sind bereits zugestiegen. Wir können unsere Fahrt fortsetzen. Und ja, würde sagen, das tun wir. Machen hier vielleicht noch ein schickes Foto. Und dann verlassen wir den Fotomodus und setzen unsere Fahrt gen Hamburg fort. Wir müssen natürlich noch eine Route legen. Moment mal, ganz ruhig. Machen das jetzt natürlich. Bis nach Hamburg. So, welches Gleis nehmen wir denn da? Wir brauchen schon ein langes Gleis. Das ist besetzt aktuell noch. Ja, gut, bis wir da sind, nehmen wir das mal. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja. Wunderbar. So, müssen wir jetzt auf ein grünes Signal warten, ehe wir abfahren können. So, das ist geschehen. Da würde ich sagen, los geht's. Wir lösen die Bremse. Und auf geht's. Nächster Halt, Hamburg Hauptbahnhof. Oder muss ich jetzt noch mal eben hier was einstellen? AB ist doch soweit eigentlich alles. Alles soweit. Muss nur eigentlich so fahren können. Oder nicht? Oder ist die AFB jetzt aus? Das kann natürlich sein. AFB, AFB, AFB. Ah ja, es lag an der AFB. Wunderbar. Dann können wir weiterfahren. Geht's? Wunderschön, wunderschön. So, dann können wir auch aufschalten, glaube ich, auf 140. 90er befreit. So, sie fahren natürlich drüben. Die Sonne geht wie gesagt unter. Es ist 17 Uhr an diesem 10. Februar 2024. Fahren wir unseren Metropolitan von Lübeck nach Hamburg. Sehr, sehr nice.
Und diesmal ohne Kaffeebecher und ohne cooler Dufte. Die gibt es tatsächlich nur in den Mod BR101. Warum sind wir jetzt zu schnell? Egal, lassen wir das. Also es, diese Cola-Dosen und Kaffeebecher, die gibt es tatsächlich nur in diesem Mod BR101, also in diesem Enchantment Pack. Wenn man davon einnimmt mit den Repaints, in den normalen 101ern, hier von in den normalen 101ern sind die nicht drin. Die haben zwar auch den Sound Mod, wie ihr hört, aber die haben halt nicht dieses Repaint Mod. Und dort sind dann halt diese Kaffeebecher und Cola-Dosen nicht mit inbegriffen, sondern nur in diesen Enchantment-Pack-Mods. Aber ich denke, das ist jetzt nicht das große Problem. So, 140 nach wie vor. Erstaunlich wenig KI-Verkehr, der uns hier gerade entgegenkommt, also so gut wie gar keiner. Obwohl das ein ganz normaler, regulärer Fahrplanmodus ist. Da steht ja schon was. Sieht irgendwie nach einem RE aus. Das ist, ja, ist ein RE. Mit einer 112, einer 143. Wie sah das aus? So, die Sonne verschwindet langsam am Horizont. Da hinten ist sie noch zu sehen. Aber ich denke mal, bis wir in Hamburg sind, wird es da wohl duster sein. Wunderschön, wunderschön.
So, wenn man hinten ist an der Lok, dann hört man die Siefer nicht. Also da muss man höllisch aufpassen, dass man der zwischendurch dann halt mal, was ist denn hier los? Die Siefer drückt, weil man die sonst hinten nicht hört. Also ich habe sie jetzt auch nur zufällig, wäre jetzt zufällig rechtzeitig wieder drin vorne, damit ich die Siefer noch höre. Sonst gibt es eine Zwangsbremsung. Zuglichter habe ich eingestellt, oder? Für die Fahrgäste? Ja. Gut. Nicht, dass die im Dunkeln sitzen, das wäre nicht so schön. So, die Sonne verschwindet immer weiter. Und wir werden jetzt mal langsam langsamer. Vielleicht dürfen wir 160. Wunderschön. Vielleicht kommen wir ja sogar nach LZB, wer weiß. So, da steht wieder ein RE, also sie sind hier gerade sehr vertreten. So, ihr lauft da, wo ihr gar nicht laufen dürft, aber das nur mal so nebenbei. Es ist nicht umsonst eine weiße Linie da, die den Abstand zum Bahnsteigkante regelt. Aber ja, das ist leider auch real ein ganz großes Problem bei einigen. Besonders bei, ja, es gibt ja einige, die da, Altersgruppen, die das nicht so genau nehmen, beziehungsweise sich da nicht dran halten. Naja. Es ist leider immer noch die Unwissenheit vieler Menschen, dass der Sog, den der Zug halt mit sich bringt, einen Menschen ohne Probleme auf die Gleise ziehen kann, werfen kann. Und da es dann passiert, das brauche ich glaube ich nicht aussprechen. Aber ja, es ist leider immer noch ein großes, großes Problem. Ja, ist sogar einer. Also die sind ja aber gerade sehr vertreten, also sehr ja, häufig, also sehr hohe Taktung. Was ist denn jetzt los? 120, 160, 120, 140. Also 120. So, es wird langsam richtig dunkel hier.
es fängt an zu regnen. Jetzt geht alles los hier. Jetzt ist es soweit. Oder schneien, ey. Man weiß es ja nie. Es ist ja immerhin noch Winter. Immer eher von Regen aus, wie das aussieht. Also das Schneeregen kann es natürlich auch sein. Wer weiß das schon. So, dann haben wir noch 20 Kilometer bis Hamburg. Baumpflegearbeiten, Baumpflegearbeiten. Ich habe einen Windschutzscheibenschaden. Ich würde aber eher sagen, das ist Regen, weil es wird hier gar nicht irgendwie weiß. Von daher gehe ich mal stark von Regen aus. Nee, Schnee. Es ist doch Schnee. Schaut euch das an. Es ist tatsächlich Schnee. Also das braucht am 10. Februar auch kein Mensch mehr. Das ist jedenfalls meine Meinung. So, wird es jetzt so langsam, aber sicher dunkel. So langsam, aber sicher auch weiß. RE. Kann es sein, dass ich hier über die Nahverkehrsstrecke fahre, weil es mir so gar kein Fernverkehr entgegenkommt? Ach du Schande, wir haben ja rot. Jetzt kaputt. Sie und gerade noch rechtzeitig gesehen. Ganz, ganz ruhig.
Haben wir wieder alles dabei auf dieser Fahrt hier. Haben wir wieder alles dabei. Dann schauen wir uns doch mal an, was da das Problem ist. Dann schauen wir uns das doch mal an. Ah, der Kollege hier. Der hat das, ist das Problem. Der ist das Problem. Da vorne steht er. So, wann hast du denn Ausfahrt? Ach, das ist ja. Das ist doch alles gut. Dürfte sich dann gleich auf den Weg machen. In anderthalb Minuten. Fährt nämlich auch nach Hamburg. Ist die Frage, ob wir den dann vor uns haben. Den guten. Weil der darf. Der könnte uns auch etwas aufhalten. Es sei denn, der hat irgendwo gleich nochmal einen Halt. Und fährt dann auf Seite. Ansonsten wird er uns im Weg sein, die Regionalbahn, aber der hält ja normalerweise an jedem Bahnhof. Bin ich echt gespannt. So, wir stehen da hinten um die Kurve. Ganz hinten. Der Kollege hat in 20 Sekunden, zumindest laut Anzeigetafel, Ausfahrt. Mit 112. Also, geht doch. Dann lass knacken. So, sobald hier unser Gleisblock verlassen hat, wird bei uns grün. Muss jetzt gleich mal drauf achten. Zack. So, auf geht's. So, dann können wir weiterfahren. Die letzten 13 Kilometer. Also wie gesagt, ich bin jetzt echt gespannt, ob uns die Regionalbahn da weiterhin im Weg ist oder ob die gleich irgendwo auf Seite fährt.
kleine Radschlupf. Genau das meine ich. Das ist nämlich jetzt das Problem mit der Regionalbahn. Hält nämlich jetzt an jeden verdammten Bahnhof. Sie fahren. Okay. Aber Kuss. Beschleunigen brauchen wir nicht, das nächste Signal ist wieder rot. Zugbeeinflussung. Daher bleiben wir einfach mal bei 40. Sie fahren. Zugbeeinflussung. Das ist nämlich das Problem, wenn man jetzt eine Regionalbahn vor sich hat. Sie fahren. So, wir bleiben jetzt erstmal bei 40, können es befreien, dann warten wir erstmal die nächsten Signale ab, dass wir jetzt wieder beschleunigen. Das Grün, das nächste. Wir können jetzt erstmal ein bisschen beschleunigen. 70 erstmal. Scheint es hier jetzt an eine Seite gefahren oder sonst wie verschwunden. Die gute Regionalbahn 81.
was ihr ja schon kennt. Rot. So, unter 40 sollte man immer sein, aber zumindest unter 45. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ach, ich weiß warum. Weil ich mich gerade versehentlich befreit habe. Das war das Problem. Egal. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe mich versehentlich befreit und deswegen gab es jetzt die Zwangsbremsung. Das war das Problem, aber wir hätten ja sowieso anhalten müssen. Zugbeeinflussung. 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 So, mittlerweile haben wir wieder grün. Ich habe mich vorhin versehentlich befreit, versehentlich auf den Knopf gekommen. Ja, und dann gab es beim 500 T-Magneten halt nicht 20. Das war mir nämlich klar, aber ich konnte es nicht mehr ändern. Ist halt so. Mit knapp 20 bis zum nächsten Signal schleichen, wenn wir unter 24 bleiben müssen und da uns erst befreien können. Siefa, Siefa. Und dann können wir nämlich wieder beschleunigen. Zugbeeinflussung. So, dann sind es noch 3,5 Kilometer bis Hamburg, zumindest bis zum Hauptbahnhof.
Wunderschön, wunderschön. Was denn jetzt? Ach Leute. Es nervt einfach. Ach, ich verstehe es nicht. So, 1,6 Kilometer noch. Kann auch sein, dass wir jetzt kurz vor der Einfahrt noch rot haben, wenn unser Geist besetzt ist. Sieht mir fast so aus. Befreien wir uns nicht, da kann auch nichts passieren. So einfach geht das. Ein bisschen vorziehen müssen wir schon noch. Ein bisschen Leistung aufschalten. Sonst kommen wir hier den Berg nicht hoch. Ach, hier standen wir doch schon mal mit unserem Geisterzug im Horrorszenario, wisst ihr noch? Mit unserem ICE-3. Das war aber noch zu Chainsaw World 3 Zeiten, glaube ich. Wenn mich alles täuscht. Schau mal, was da elektrisch fährt. Ist unser Gleis besetzt? Ja, da fällt jemand raus. Ihr seht es hier. Wird ein ICE sein, so wie ich eine Länge, ja. Du willst dann wohl gleich hier irgendwo abfahren. Schätze ich mal. Wo kann der denn? Der kann hier. Oder hier. Vielleicht fährt er hier weiter. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen.
bin gespannt, welche Seite der nimmt. Links oder rechts? Jetzt gleich auftauchen da. Sieht mir nach einem Dreier aus. Und es ist ein Dreier. Oh, Berg hoch und Schnee. Das wird super. Das wird toll. Ist natürlich richtig schöne Sache. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ich glaube, es hat aufgehört zu schneien. Immerhin das 40. So. Da wären wir mit unserem Metropolitan. Etwas geschafft. Wunderbar. Ja, die 19 Meter können wir ja noch ein Stück vorziehen zum Ziel.
Wunderschön. Dann öffnen wir die Türen. So, genau. Und dann schätze ich mal, war's das hier? Wir haben unser Ziel Hamburg erreicht. Mit unserem Metropolitan. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Rest Samstag, einen schönen Samstagabend. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Haut rein. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dennis Spieters. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.